Anleitungen für verschiedene Geräte, Wörterbücher und andere langweilige Dinge. Hey! Wenn man sowas nicht aufhebt und dann sich dann wundert, warum Dinge nicht funktionieren, da ist es ganz gut, wenn man mal nachschauen kann. Und Wörterbücher, hey, wofür gibt's das Internet? Sarah ist streng beim Fernsehen gucken. Darum ist das Ding wohl so alt. Okay, zu der Vase will er irgendwie nichts sagen. Gehen wir mal in die Küche. Und gucken hier. Ich hab solchen Hunger. Es ist schwer hier zu widerstehen. Junge, du hast Bong geraucht. Es ist kein Wunder, dass du ein Fressflash bekommst. Ganz ehrlich. Immer diese Kiffer, die dann erst was rauchen, nur damit sie ordentlich Appetit bekommen. Aber gut, wenn man nicht fett werden kann, dann ist es auch von Vorteil, wenn man dann ein Fressfleisch hat. Ich meine, ich kenne da Leute, die essen und essen und essen und werden nicht dick. Ich glaube, selbst wenn die Leute Kiffer wären, das wäre scheißegal, die wären trotzdem nicht fett. Das ist beneidenswert. Kaffee. Na, das ist sehr kalt. Kalter Kaffee. Ich meine, gut, Eiskaffee ist wieder was anderes. Das ist ultra lecker. Schade. Die Kanne können wir uns auch nicht angucken. Genauso wie die Spüle. Wollen wir mal weiter gucken? Was ist denn das für ein Zimmer? Ben scheint nicht da zu sein. Wahrscheinlich ist er bei Tom. Eine Bibelplüschfigur. Bens Hausaufgaben. Man sagt, ein unheimliches Kinderzimmer hat entweder ein Schaukelpferd wie dieses oder menschliche Puppen ohne Haare. Okay, dann soll dieses Zimmer hier gruselig sein. Also ich finde es nicht gruselig. Aber ich finde die Lightmaps ultra schön, wie sich die Lightmaps so über das halbe Zimmer ziehen. Wobei das hier schon etwas gründlicher gem. Ach so, ja, weil der Schatten von dem Sofa da ist. Fragt sich nur, wo da das Licht steht, wenn sich das Licht von dem Fenster hier fast über das komplette Zimmer streckt. Schon krass. Na gut, hier unten finden wir nichts weiter. Dann gucken wir mal oben weiter. Ach, da ist ja jemand, aber ich möchte ja erstmal un alles untersuchen. 5 Euro! Ui, wir haben Geld gefunden! Nichts Interessantes. Hier sind Kabel und kleine Geräte drin. Abendlektüren. Okay, da ist nichts. Da drüben ist ein Bad. Da kann man sich ja bestimmt auch mal ein bisschen austoben. Sieht viel sauberer aus als meine. Ist ja auch kein Wunder. Du hast wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr geputzt. Okay, hier hat's nichts. Wäsche. Davon sollte ich lieber meine Finger lassen. Okay, dann lass da mal deine Finger von. Ich glaube, bevor wir hier mit Sarah reden, gucke ich mich mal hier rundrum. Da dasselbe. Ist das hier? Bens Super Nintendo. Immer noch. Moment. Immer noch eine klasse Konsole. Niemand kann einem guten Spiel widerstehen. Selbst wenn die Grafik. Wenn die Grafik was? Wenn die Grafik nicht so toll ist? Ich glaube, da hat jemand vergessen, einen Satz zu beenden. Naja, gut, passiert. Biohazard fixen, falls du guckst. Wäre eine gute Idee. Na, hallo, du. Oh, Leo, warum hast du nicht angerufen? Ich habe ein paar Probleme mit meinem Handy. Leo, ich muss dir etwas sagen. Du erinnerst dich sicher an Tom. Der feine Herr mit Krawatte. Natürlich. Er hat ein gutes Jobangebot in Berlin angenommen. Ich werde nächste Woche mit ihm dorthin ziehen. Was? Das ist dein Ernst?
Was ist mit Ben? Ben kommt mit uns. Das glaube ich nicht. Berlin ist weit weg. Ich lasse nicht zu, dass du ihn einfach so mitnimmst. Ich lasse ihn aber auch ganz bestimmt nicht hier bei dir, Leo. Du bist ein totales Wrack und schadest ihm nur. Deswegen werde ich auch beantragen, dass man dir das Sorgerecht entzieht. Spinnst du jetzt total? Er ist mein Sohn. Tut mir leid, Leo. Krieg erstmal dein Leben wieder auf die Reihe. Verdammt, das ist doch nicht vorbei. Anscheinend doch, Leo, anscheinend doch. Eine Schaukel. Der Eingang zur Garage ist verschlossen. Ich guck mich hier mal noch so ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Eine Schaukel. Unsere alte Schaukel. Ben hatte hier viel Spaß. Ich erinnere mich noch, wie oft ich ihn darauf angeschubst habe. Ach, schön. Okay, mehr gibt's hier leider nicht zu sehen. Schade, schade. Leo Conan? Yo, Leo, hast du Zeit? Komm mal schnell rum, ich hab was Neues, Mann. Ah, du bist es. Ja gut, das kommt wie gerufen. Ich mache mich auf den Weg zu dir. Super, bis dann. Metzger. Okay. Danke fürs Warten. Kannst du mich noch woanders hinbringen, bevor du wieder an die Arbeit gehst? Danke, dass du mich mitgenommen hast. Aber hier komme ich zurecht. Alles klar, Leo. Pass auf dich auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Finn ist ein echt netter Kerl. Es ist wohl besser, wenn ich den Rest alleine gehe. So spare ich unnötige Erklärungen. Madstars Apartment ist neben dem Park, im obersten Stockwerk. Okay, aber ich werde mich erstmal hier so ein bisschen umgucken. Gut, da geht's nicht wirklich weiter. Erstmal alle anquatschen, die es anzuquatschen gilt. Hallo, du. Sind Sie in Ordnung? Sie sehen irgendwie müde aus. Mir geht es gut, aber die letzte Nacht war lang. Okay. Naja, wer möchte schon Mülltonnen durchsuchen? Ich! Die APG ist doch immer. Hallo, alte Frau. Hallo, ich... Ich habe keine Zeit für Sie. Okay, ist ja gut. Ich habe ja nichts gesagt. Ich wollte ja einfach nur nett plauschen. Hey, Sie, einen Moment. Ja, kennen wir uns? Nein, ich will Ihnen nur eine Frage stellen. Was tun Sie da? Nichts Besonderes. Was sollte Sie das eigentlich angehen? Oder möchten Sie sich ständig in fremde Leute Angelegenheiten ein? Ich bin Polizist. Ihre beschissenen Angelegenheiten sind also mein Job. Schon gut. Ich warte darauf, dass meine Frau aus der Wohnung verschwindet. Es läuft nicht gut, verstehen Sie? Ich verstehe. Ich gehe dann besser. Ja, das glaube ich auch, dass er sehr gut versteht. Und diese nette Dame hier? Verzeihung? Kann ich Ihnen helfen? Ich bin in Eile. Suche nach der Hausnummer 46. Tut mir leid, ich kenne mich in der Gegend leider nicht so besonders gut aus. Macht nichts. Ich werde es schon irgendwie finden. Ach Gott, die Arme. Oh, hier ist eine Telefonzelle. Wenn ich hier entlang gehe, komme ich nur zur Wohnsiedlung. Ich möchte nicht weitergehen. Na gut, dann möchtest du nicht weitergehen. Ich habe mir bloß gedacht, ich gucke da einfach mal in diese Telefonzelle. Vielleicht gibt es da ja was Interessantes. U-Bahn. Sag bloß, ich kann da rein. Ich kann tatsächlich zur U-Bahn. Schön. Buenos dias, señor. Dienen und... Bueno,
Regalo para mí? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich kann kein Spanisch? Ich kann eindeutig kein Spanisch. Es tut mir leid, Sie brauchen erst einen gültigen Fahrschein. Ah, ja, natürlich. Natürlich brauche ich den. Wo komme ich hier hin? Am Ende der Treppe ist der Durchgang nur für Mitarbeiter gestattet. Ja, gut, dann halt nicht. Und sonst kann man hier nichts wirklich. Ja, gut, dann halt nicht. Vielleicht müssen wir hier ja auch später rein. Hm, wir werden es ja sehen. Ich wollte halt einfach mal gucken. Was ist das für einer? Auch Sie benötigen Absolution. Büßen Sie noch vor dem drohenden Untergang der Menschheit. Was für ein kompletter Schwachsinn. Untergang der Menschheit. Was für Drogen hast du eingeworfen, mein Freund? Auch an ihnen fühle ich die Sünde. Sie ergeben sich ihren niedersten Trieben. Fleischeslust, Völlerei, Trunkenheit. Letzteres ist keine Kunst. Ich rieche wie ein Schnapsladen, Idiot. Für ihre Seele besteht keine Möglichkeit mehr auf Rettung. Die Hand der Finsternis hat sie bereits ewiglich umklammert. Ihr Kirchenspinner werdet euch wohl nie ändern. Oh, wie recht du hast, Leo. Mit denen kann man echt nicht diskutieren. Die wollen immer nur die Bibel als ihre Argumentation geben und haben keine eigene Meinung. Das ist schrecklich. Immer nur die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel. Und wenn man es denen mal vorhält, dann heißt es, ja, das ist unser Glaube, das ist unser Glaube. Ja, und habt ihr auch eine eigene Meinung? Gibt's da sowas? Anscheinend nicht. Also, es hieß neben dem Park, ich möchte aber erstmal alles anlabern, was anzulabern gilt. Möchten Sie auch einen Punsch? Ist wirklich nicht teuer. Nein, vielen Dank, heute nicht. Es ist kalt heute, finden Sie nicht? Ja, ist es tatsächlich. Sie sollten einen Schal tragen. Stimmt, Sie haben recht. Ich habe meinen Schal heute vergessen. Nun ja, vorerst werde ich mich mit einem Punsch wärmen. Okay, Punsch. Mm. Oh, der füttert ja die Tauben. Tschüss, Tauben. Ich weiß, dass wir die Vögel nicht füttern sollen, aber es beruhigt irgendwie. Verstehen Sie? Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Mich interessiert dieser Kleinkram nicht. Für mich sehen nur die richtigen Verbrecher. Oh, Sie sind Polizist? Kriminalpolizei, ja. Verfolgen Sie jemanden? Nein, ich besuche nur einen guten Freund. Oh. Was machst denn du alleine hier? Na hallo, kleiner Mann. Ich darf nicht mit Ihnen sprechen. Warum denn nicht? Ich soll nicht mit fremden Männern sprechen. Das hat mir meine Mutter verboten. Mit mir darfst du sprechen. Ich bin Polizist. Du magst doch Polizisten, oder? Schon, aber Sie sehen nicht wie ein Polizist aus. Außerdem stinken Sie nach Bier, genau wie mein Vater. Frecher kleiner Kerl, aber er hat schon recht. Er sieht nicht gerade aus wie ein Polizist. Normalerweise müsste ich ihn wecken und zum Teufel wünschen, aber irgendwie tut mir der Kerl fast leid. Ja, manche Obdachlose können einem leid tun, aber andere, die wollen das irgendwie so. Die machen sich überhaupt nicht die Mühe, darüber einen Kopf zu kriegen. Verstehe ich auch nicht, warum. Hallo, Madame. Was wollen Sie? Und wo starren Sie mir hin? Ich bin Polizist und besuche einen Freund. Sie sind Polizist? Das ist... Wen gehen Sie besuchen? Einen guten Freund. Vielleicht könnte ich Ihnen von mir erzählen. Aber hier werden wir garantiert beobachtet, wenn Sie mir Ihre... Vergessen Sie es. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, lasse ich Sie wegen Belästigung einbuchten. Ich muss meinen Charme verloren haben. Ich werde eben auch nicht jünger. Okay. Einfach nur schräg. Ach, guck mal, die Kleine malt was.
Ist das nicht süß? Hier wohnt ein Mann, der gerne in der U-Bahn-Station Gitarre spielt. Aber es ist immer dasselbe Lied. Jeden Tag immer dasselbe. Was ist das hier? Oh, ein Speicherslot. Der kommt doch wie gerufen. Wir sollten nämlich demnächst langsam Schluss machen. Das heißt, wir machen jetzt hier Feierabend. Wenn das Spiel nicht gerade hängen bleibt. Hallo, Spiel. Gut. Dann machen wir hier Feierabend. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und gucken, was denn so der Metz da so hat. Ich glaube mal, es ist was Grünes zum Rauchen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wow. Ich sehe gerade, diese Treppe sieht ziemlich abgetreten aus. Ich sehe einen Haufen Fußspuren. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß mit was auch immer ihr jetzt noch macht. Und tschüss.